Fußball der Frauen. Im Endspiel um die Europameisterschaft traf die deutsche Elf auf Norwegen. Was Lothar Matthäus und Co. im vergangenen Jahr nicht schafften, gelang der bundesdeutschen Damenfußballnationalmannschaft. Europameister nach einem 4:1 Erfolg über Titelverteidiger Norwegen in Osnabrück. Matchwinnerin, Fahneträgerin Uschi Lohn, die in der 22. Minute mit einem Heber den Grundstein zum Erfolg legte. Nur 14 Minuten später dieser herrliche Pass von der Rechtsaußen Martina Voss. Wieder Uschi Lohn aus Brauweiler. Und 2:0 zur Pause mit dem Tor des Tages. Doch auch nach dem Wechsel spielte nur eine Mannschaft, die Bundesrepublik, mit Doris Fitschen. Und zur Stelle Mittelstürmerin Heidi Mohr, 3:0. In der 54. Minute der Ehrentreffer der Norwegerin durch Sissel Grude. Hoffnung keimte bei den Gästen auf. Doch 8 Minuten vor dem Ende, Vorstopperin Jutta Narrenbach weit aufgerückt. Die zweimalige Torschützin Uschi Lohn, diesmal pariert. Aber Einwechselspielerin Angelika Fehrmann rechtzeitig zur Stelle zum hochverdienten Schlusspunkt 4:1. Der Jubel kannte keine Grenzen und auch Bundestrainer Gero Bisanz bestaunt die Trophäe. 22.000 begeisterte Zuschauer in der Bremer Brücke erlebten den vorläufigen Höhepunkt der bundesdeutschen Sympathiewelle für den Damenfußball.